Meine Freunde, es ist 2.30 Uhr nachts. Ich trinke gerade einen leckeren Holy Energy, damit ich ein bisschen Energie habe für die nächsten Stunden, die noch kommen werden. Und wir befinden uns wieder im Königreich von Bayern. Mit unserem geliebten König Ottokar, dem Grausamen. Denn der hat seine ganzen Erben enterbt. Und plant aktuell einen Krieg gegen das Fürsterzbistum von Friuli. Die keine Freunde haben. Er mag mich auch nicht. Der Papst? Warte mal ganz kurz. Ja, weil wir haben den gleichen Lehnsherr, alles gut. Das einzige Problem ist, wir würden die Ansprüche von Herzog Hatto II. Durchsetzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil es nicht angezeigt wird. Aber er erhält das Fürstbistum von Aquileia. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht lang schnacken. Einfach da am falschen Ort die Truppen ausheben. Genau, das war der Plan. Nicht. So, jetzt hier einmal bitte alle ausheben. Und ich bin halt gespannt. Was ist denn jetzt los? Der massive Holzklotz in der Mitte des Holzförderlagers von Klingenberg ist schon oft benutzt worden. Er sieht aus, als wäre er immer da gewesen und hätte schon dort gestanden, noch ehe der erste Mensch diese Erde betrat. Meine Schultern sind angespannt und mein Unterarm zittert vor aufgestauter Erregung, als ich mich dem prächtigen Holzstamm nähere. Ich lege vorsichtig ein Stück ausrangiertes Bauholz auf das kleine Podest und hebe meine Axt in einer flüssigen Bewegung. Ich kann mir einfach den eigenen... Okay, also wir haben eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir uns ein Bein abpacken. Also sei mir nicht böse, aber... Also die Wahrscheinlichkeit, sich beim Holzhacken, wo man ja normalerweise sich breitbeinig, also man steht ja quasi breitbeinig da in so einem V, ne? Und sich dann, man haut ja dann mit der Axt auf das Holzding. Also selbst wenn du dich dumm anstellst und zu kurz stehst, also zu weit weg stehst und dann... Würdest du entweder in den Boden schlagen oder du würdest durch dich durchschlagen. Aber dass du dir ein Bein abpackst, hat super funktioniert, haben ein bisschen Muskelkater, aber... Nee, also Bein abpacken, nee. Nein. Nee, glaube ich nicht. Gut, lassen wir mal so stehen. Wir gehen den Weg durchs Gelände und recht rasselnden Schrittes entlang genießen die friedliche Umgebung. Ich bin mir sicher, dass ich aus dem Augenwinkel etwas Tierisches erblicke. Ein verräterischer Laut bestätigt, dass es sich um eine Gattung des Bären handelt. Das braune Tier springt auf den Weg und sein angriffslustiges Scharren befördert ganz Erdbrocken in die Luft. Flankiert von örtlichen Bäumen versperrt es uns vollständig die weitere Strecke nach Regensburg. Ah ja, wir waren unterwegs, ich erinnere mich. Zegota flüstert, seht euch nur diese natürlichen Waffen an, in Klammern, Klauen. So, ein One-on-One. Das One-on-One ist nicht so gut. Wir könnten Zegota schicken. Wenn der stirbt, bin es wenigstens nicht ich. Auf der anderen Seite, ich sag's euch ganz ehrlich, auf der anderen Seite wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt zu sterben. Wir könnten ihm nämlich relativ jung unser Reich übergeben. Oh. Er ist aber nicht so toll, dass er krank ist aktuell. Was? Nein, es ist Flaggeland. Ah, das gibt's doch jetzt nicht. Warum? Warum? Geralt! Verdammte Scheiße. Hab ich dich enterbt? Nee, hab ich nicht. Ah, der ist zu schlecht. Der ist da. Ah, da müsste ich ihn rein. Oh, das wäre wieder ein Act. Ihn enterben. Er ist ja auch noch so ein fähiger. Ach, ich kann ihn gar nicht mehr enterben. Geralt Steiner. Du bist kein Feiner. So, bin verwundet. Aber wir haben den Bären. Oh, auch direkt wieder die Eigenschaft verloren. Okay. Aber wir sind jetzt vernarbt. Was ja grundsätzlich positiv ist. Bin wieder zu Hause angekommen, Gott sei Dank. Aber das triggert mich jetzt gerade ein bisschen. Dass mein Bube unfähig ist er nicht, aber ein Flaggeland ist. Das ist nicht das, was ich möchte von meinem Sohn eigentlich. Nichts Persönliches. Könnt ihr euch scheiden lassen? So, ich brauche nämlich jemanden, der mir was Fähiges gibt. Vererbliche Eigenschaft, was Hübsches. Oh ja. Das wäre schon mal das eine.
Aber ein Genie vielleicht? Sowas? Oh, gutes Alter, die gute Gradislava. Wir suchen mal gezielt nach Genies. Nee, okay. Das wäre dann wirklich nur sie. Dann haben wir natürlich noch wunderschön. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Genie bekommen, ich weiß es nicht. Mein Genie wäre halt, Genie ist halt ein Premium-Trade. Es ist einfach so. Also, Genie zu haben ist einfach das Nonplusultra. Mach mal, komm. Wir müssen es machen. Es ist für einen besseren Zweck. So, kannst ja gerne dann mal langfristig auch, wobei, sag mal, das Kind von ihr und meinem Sohn wird dann sowieso richtigen Glauben und richtige Kultur haben. Der Karawanenanführer hat noch den Stab abgegeben, sage ich mal. Die Schlacht um das Fürsterzbistum von Friuli gegen den Fürsterzbischof, der übrigens hervorragenden Bildungswerte, generell sehr gute Werte hat, auch sehr guten, wirklich durchgehend gute Werte, außer bei Ränkespiel. Aber auch ein sehr gebildeter Mann, sehr diplomatischer Mann. Auch gute Werte in Kriegsführung und Verwaltung. Also es tut mir fast ein bisschen im Herzen weh. Aber er führt seine Truppe nicht selber an, sondern lässt es machen von Hauptmann Odoardo. Italienische Condottieri-Trupp. Das... nee. Okay. Haben wir natürlich gewonnen. Hans von Tübingen ist dabei leider draufgegangen. Tut mir wirklich sehr leid. Sollte es einfach nichts sein. Genau, hier kann ich noch ein paar Leute entlassen. Herzog Ottokar II. Möchte immer noch sein Amt. Wir werden direkt hier die Festung stürmen. Noch während die anderen sich zurückziehen, werden wir gucken, dass wir hier Aquileia in unserem Besitz bringen. So. Meine Frau beschlafen. Die ist so alt, die kriegt eh keine Kinder mehr. Oh, haben wir auch noch ein... Oh. Oh, der ist aber kaputt. Jetzt habe ich ein Fell bekommen, was kaputt ist. Das ist aber auch nicht so toll eigentlich. Oder kurz, reparieren. Ich weiß ja jetzt nicht. Jetzt mal eine kurze Frage. Der ist ja kaputt. Ne? Oh. Ist es das wert? Wir haben kaum parochiale Vasallen, glaube ich, oder? Wie viele parochiale Vasallen haben wir denn? Parochiale Vasallen. Haben wir zwei? Nee, das muss. Nee, ganz ehrlich. Also 700. Nein. Wie gesagt, das Problem ist, wir müssen langfristig planen. Es wird einen baldigen Tod geben in den nächsten 10 bis 15 Jahren, denke ich mal, wird er abdanken. Der erste König von Bayern. Und dann kommt halt eben der Moment, wo sein Sohn das Amt übernehmen wird. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da finanziell eine gute Basis hinterlassen. Weil ich nicht sicher bin, ob wir das Reich halten können. Wir werden sehen. Achso. Apropos. Forderung erzwingen. Ja, okay. Doch, passt. Passt. Jetzt müssen wir nur noch Westfranken integrieren. So oder so. Rein theoretisch haben wir, wie gesagt, einen De jure-Anspruch auf relativ viel Zeug. Aber davon abgesehen haben wir kaum Ansprüche. Und... man muss auch wirklich zugeben, dass er relativ stark ist. So, das ist meine Nichte. Gibt uns übrigens... gibt uns das ein Bündnis? Warte mal ganz kurz. Meine Nichte gibt doch nicht mir ein Bündnis. Ah, ist sogar landlos. Doch, gibt echt mir ein Bündnis? Meine Nichte? Hä? Habe ich denn in den letzten Jahren in Crusader Kings gemacht, dass ich so abwesend war? So, du bekommst jetzt endlich dein Amt, Ottokar, dass du mir nicht auf die Nerven gehst. Tja, was kannst du jetzt machen? Rein theoretisch hättest du... sie ist halt stark. Sie ist halt... das muss man ihr wirklich lassen. Sie hat ihr Land im Griff. Ihre Männer folgen ihr. Weil sie hat leider viele Ländereien, die einfach für uns strategisch und wirtschaftlich von höchstem Interesse sind. Oh. Verbessern wir mal unsere Festung. Das erhöht alles. Alles. Grundsätzlich sehr positiv, aber auch sehr teuer.
Muss man natürlich auch sagen. Fell ist vernichtet worden. Meine Güte, das kann ich jetzt halt einfach nicht umgehen. So. Ich bin in Regensburg angekommen, um mich zu huldigen. Digga, wo warst du die letzten 20 Jahre? Hm? Ist es nicht so, dass ich erst seit gestern hier im Amt bin? Falls du es nicht mitbekommen haben solltest. Aber schön. Schön, dass du doch noch das Knie beugst. Kniebeugen sind ja auch grundsätzlich gesundheitlich was Feines. So, Graf Hatto. Digga, dieser Graf Hatto, Alter, ich schwöre, der hat Ansprüche auf alles, ne? Warum mag der mich denn eigentlich nicht? Digga, ich hab dir einen Titel verschafft. Wie lange bleibt dieser enterbbar Malus eigentlich? Steht natürlich nicht dabei. Das, der verläuft nach einer Weile. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Bis 11.25. Ah, noch 2 Jahre. Das geht. Das ist in Ordnung. Nach 1, 2 Jahren hat man es vergessen. So brauchen wir leider relativ viel Prestige für die Aktion, trotz allem. Ich erhalte ein gutes Buchartefakt. Das ist eine Bildungsherausforderung. Oh, also wirklich, no joke. Aber da nehme ich die Kohle an. Ingolstadt. Gibt es denn hier noch so Grobschmiede? Nee, dachte ich schon ganz kurz, dass es mit einer Regensburg reinläuft, aber ne. Ist eine andere Grafschaft. Wir haben jetzt hier schon die Jagdhütten gebaut. Viechweiden, Wälle und Türme könnte man rein theoretisch auch bauen. Auch ein bisschen Einkommen. Billiger als die Viehweiden. Ansonsten haben wir noch die Stallungen. Oder halt die guten alten Grobschmieden. Ich würde vielleicht trotzdem hier erstmal gar nichts bauen. Kurz weiter gucken. Und die 2 Cities, nämlich hier haben wir die Mine. Und die Mine können wir verbessern. Sehr gut. Das ist das Allerwichtigste. Die wird nämlich dann statt 3, 5 im Monat an Geld ausspucken. Wachstum ist halt wirklich minimal. Wäre diese Mine nicht in den Bergen, wäre es ein Träumchen. Ja? Aber natürlich... Eine Mine ist halt häufig auch in den Bergen. Und Kaiser Popo ist gestorben. Das ist ja traurig. Gerade kein Interesse an dem Fest. Aber danke. Danke trotzdem. Und der neue Herrscher des Heiligen Römischen Reichs heißt Kaiser Etienne. Kaiser Etienne herrscht seines Zeichens über... Ja, über was herrscht denn der Bube? Über Pula... Und Parsi... Digga, wie kommt denn der an den Titel vom Heiligen Römischen Reich? Können wir das jetzt mal kurz einer verraten? Was hat denn der jetzt bitte gemacht, dass der Kaiser wird? Das ist nicht euer Ernst. Gäb's den nächsten Popo. Wir sind jetzt natürlich hier... Wir sind ein Kandidat. Aber keiner wählt für mich. Ihr müsst die Kurfürsten überzeugen, für mich zu wählen. Ihr müsst jemanden nominieren, um den Unterschied zu den Vorlieben der Kurfürsten zu sehen. Kandidaten, enge Verwandtschaft, Anspruchsteller und Kurfürsten. Also ich bin ein Kandidat, aber wie kann ich mich aufstellen? Fragen über Fragen. Ah, mich zum Regenten, ne. Ne. Vasallen verleihen, unabhängig, oder muss ich eine Anspruchstellerfraktion gründen? Muss tatsächlich gestehen, ich weiß nicht, dass diese Heilige Römischen Reichwahlen habe ich mich nie direkt mit beschäftigt, im ersten Moment. Aber ich glaube, wir haben einfach keinen Anspruch auf den Titel selber. Wahrscheinlich brauchen wir einen Anspruch auf den Titel selber. Auch wenn wir Kandidat sind... Bringt mir jetzt erst im Moment nichts, weil ich keinen Anspruch auf den Titel selber habe. Ja, sehr gerne gehe ich an deinen Hof. Ein hervorragender Verwalter. Oder wir nehmen die direkte Kohle aus Ingolstadt mit. Wir nehmen die direkte Kohle mit, tatsächlich. Erpressen wieder ein paar arme Leute. Und apropos arme Leute erpressen, ich glaube, wenn der mich ein bisschen mehr mögen würde... Ja, okay, das wird nichts. So, theokratische Vasallen, ja komm. Die theokratischen Vasallen presse ich am liebsten aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Vor allem, weil die auch alle so
skandalös sind. Die machen alle so böse Sachen. Die ganze Zeit. Das gefällt mir sowieso nicht so richtig. Wie wär's denn, wenn du schwanger wirst? Scheinbar hat sie keinen Bock drauf. Die mag mich auch nicht. Das Problem ist, wenn mich immer nicht mag. Auch immer das Risiko, dass sie einen aufschlitzen. Wir können rein theoretisch Böhmen den Krieg erklären, weil... Oh. Er ist leider ein König. Das Ding ist, das Herzogtum von Böhmen, das sah auch schon mal besser aus. Hä, das Königreich und das Herzogtum waren doch immer gleich? Fast. Mähren gibt's halt noch. Aber das scheint so, als ob der Titel geteilt ist, oder was? Nö. Wenn ich jetzt das Herzogtum von Böhmen durchsetze, bekommt er das hier nicht. Wo ist denn die Mine? Da ist die Mine. Rein theoretisch, wenn ich richtig dreist wäre, würde ich einfach nur versuchen, dass wir Czaslau bekommen. Ist aber auch noch zu teuer. Ich habe wirklich absolut kein Prestige. Meine Güte. Ein Buch. Sie ist geübt. Okay, komm. Ich bin ein großer Freund von Büchern. In Fachkreisen nennt man mich auch einen Bücherwurm. Noch einer, oder was? Sehr geübt. So, jetzt finanzieren wir alle. Nee. Ach, das war immer noch sie. Ich verstehe. Wir geben aktuell 4,2 im Monat aus. Das können wir auf 6, also wir würden nochmal 2 extra zahlen. Wir würden aber das Ganze nochmal buffen. Und das Gute ist, ihr seht das vielleicht auch gerade, auf Prachtstufe 7 haben wir unter anderem einen Entwicklungszuwachs von 0,2 neu mit drin. Also wir haben ja quasi Stufe 1, Baukosten, Bauzeit ist billiger. Stufe 2, königliche Gunst verleihen. Stufe 3 gibt uns Ratsaufgabe Leibgarde anleiten frei. Und das ist das, was man aktuell von mir erwartet. Und weil ich ja deutlich drüber bin, habe ich auch einen relativ hohen Buff, Meinung, Prestige und Co. Das gibt uns Kulturakzeptanz fördern, Effektivität. Das ist eher relativ uninteressant. Genau, das haben wir jetzt aktuell noch mit De Jure Territo. Ah, stimmt, das könnten wir noch mal kurz machen. Und wie gesagt, das ist eigentlich nice. Einfach 0,2 Entwicklungszuwachs im Monat. Das ist im Jahr, sind das nochmal 2,4 extra. Das sind noch auf... ja, 40 Jahre. Alle 40 Jahre ein Punkt. Ja, ist nicht viel, ne? Königlinge, die 5 Jahre am Königshof gelebt haben, erhalten eine stärkere, besondere Eigenschaft. Das ist auch nochmal nice. Monatliche Bekanntheit. Und dann last but not least, Vasallensteuer plus 10%. Wir können natürlich rein theoretisch noch zum Gelehrtenhof wechseln, aber ich finde den Verwaltungshof eigentlich gut, so wie er ist. Wir gehen jetzt mal ein, zwei Stufen höher. Ah, anwenden. Ja, wir zahlen ein bisschen mehr, aber wir können nicht alles haben. Was wir allerdings mal das De Jure-Territorium überzeugen. Monatlicher Fortschritt 0,6. Boah, das dauert auch ewig, ne? Hofpachtstufe von dem ist zu hoch. Das zieht um 0,10 runter. Verwaltungswert von ihm. Ja, wir machen das. Wobei, auf der anderen Seite, da jetzt auf Entwicklungszuwachs zu verzichten. Das ist schon relativ... 0,6 im Monat sind halt schon eine andere Kategorie, ne? Wir lassen es jetzt erstmal stehen. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Das Einzige, was ich noch... Haben wir hier heimische Angelegenheiten, ja. Das könnte wir... Könnten auch Titel eingliedern. Wie lange dauert das? 63 Jahre. Das dauert alles so lange. Ist alles so ewig lange, ne? So, Steuern. Republikanische Vasallen. So, haben wir überhaupt republikanische Vasallen? 2. Lohnt sich überhaupt nicht eigentlich, das zu machen. Kriegsgewinner, wir sind jetzt auch nicht so oft im Krieg. Wir könnten... Ah, verdammt. Ja, wir machen es trotzdem. Ich habe nicht wirklich viel mehr Möglichkeiten.
eine Jagd. Wir gehen mit auf eine Jagd zum Herzog, zu dem genetten Bedenker. Haben auch absolut keine Gefahr. Wir werden jetzt trotzdem noch einen Karawanenführer mit einsetzen. Wir lassen auch Söldner und Waldpirsche. Ist auch eine relativ kleine Reise, ne? Gut, Waldpirsche lassen wir drin. Okay. Würde ich sagen, let's go. Machen wir uns auf den Weg und hoffen, dass wir was Hübsches bekommen. Mein Ratsmarschall soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hä, ich mag den doch schon. Vielleicht können wir das mal sein lassen jetzt. Der liebt mich doch sowieso. Alle anderen lieben mich auch. Ich finde es total schön, dass sie mich alle lieben. Obwohl ich sogar ein Enterber bin. Kommt ja auch noch dazu. Ich bin ja nicht ein bösartiger Mensch. Burg ist auch noch im Bauen. 18% Erfolgschance. Ja, wirklich die größten Trottel wieder eingeladen, ne? Das ist eigentlich meine Intention hier bei dem ganzen Event. Erholung. Anfreunden. Mal gucken, ob wir einen Freund finden. Gute Graf Adalbert von Ansbach. Machen wir ihn zu unserem Freund. Gucken, ob das klappt. Euer Vasall hat Bande, die wir ändern könnten. Machen wir aber nicht. Das ist immer, oder was? Wie schoss? Ah. Was für Tyrannei? Digga, ich will doch nur den. Oh. Hä? Ja, das ist jetzt wieder Tyrannei. Aber wir können das jetzt normalisieren. Der ist auch nicht böse. Gibt uns halt noch mal ein paar extra Leute, meine Güte. So, Jagd am Flügel. Waldemar, du Jägermeister von Herzog Bedenker, trommelt die Gesellschaft zusammen, als das Licht über dem Lager um weit von Leuchtenburg aufgeht. Mit etwas Glück finden wir gleich mehrere Hasen als Vergnügung für unsere Greifvögel. Und nun geht es los. Also mit Hasen. Wie läuft denn das mit den Hasen? Also sind die zahm und werden dann quasi von irgendjemandem freigesetzt? Wir jagen die dann und tun so, als ob das irgendein Act wäre, oder? Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Der Jagdmeister weist die Gruppe an, leise zu sein. Wir haben unser Ziel erreicht. Von unserem Aussichtspunkt aus können wir mehrere rötlich-gelbe Hasen im Gebüsch sehen. Die Gesellschaft hält an und wir bereiten uns darauf vor, die Hauben unserer Vögel zu entfernen. Ein nach den anderen schicken wir oft mit einer 20%igen Erfolgschance. Schicken wir die jetzt auf die Jagd. Ich bin schon so gespannt. Und mal wieder das gleiche Event wie letztes Mal. Natürlich entkommt das Viech. Und das ist alles fehlgeschlagen. Und der Vorsatz anfreunden ist auch fehlgeschlagen. Super, es war echt komplett nutzlos, außer dass wir halt ein bisschen wieder Fertigkeit in unserem Jagdbereich. Ganz, ganz wenig. Drei Stück haben wir bekommen. Das hätten wir auch einfach lassen können. Was wollt ihr von mir? Volksfraktion. Volksfraktion von St. Pölting. Nicht zu verwechseln mit der St. Pöltischen Volksfront. Oder der Volksfront. Ach, egal. Passt schon. Ignoriert mich. Jetzt schon wieder. Meine Alchemistin Azelma. Was ist das? Die Buchtante, oder? Ja. Was willst du denn? Ein Gelehrter in ihren Kreisen. Der Mann verneigt sich und meistert das Kunststück zufrieden und verlegen zugleich auszusehen. Was? Und meistert das... Ach so, jetzt hat... Bitte, das ist doch nicht nötig. Ich bin hier, um euch meine Dienste anzubieten, mein Fürst. Ich verstehe kein Wort, trotz allem. So, wir müssen 85 zahlen. Und dafür wird das besser. Ja, let's go. Höhere Qualität ist immer gut. Okay, mein Radspitzel hat eine Affäre zwischen Maria und Blush aufgedeckt. Ja, okay. Ja, gut. Wo kommt der her ursprünglich? Niedere Geburt, dachte ich mir schon. Aber woher kommst du? Kann ich nicht, er ist ein Kathole. Kumanisch, okay. Kumanisch, meine Freunde. Wer ist denn das Oberhaupt von den Kumanen? Okay, das dachte ich mir schon, dass er dort herkommt. Hier, aus Kumanien. Ein Kumane vereint sich mit einer Polen. Scheißegal, Alter, macht was ihr wollt. Das ist so ekelhaft. So, Herzogin Jutta, meine gute Freundin. Also, die letzte Jagd war echt scheiße. Und ich habe auch keinen Bock, dass ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Idioten auf die Jagd gehe. Deswegen hoffe ich für euch, dass es jetzt hier mal besser läuft. Ansonsten werde ich hier den einen oder anderen vielleicht doch mal aufhängen lassen, so. Um einfach mal ein Machtwort zu setzen. Mal schauen. Ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste.
Was willst du jetzt von mir? Oh. Das kann. Oh. Höhere Qualität. Die erhalten auf alle Fälle 36 Anspannung, so oder so. Das ist eine Bildungsherausforderung. Ich habe aber noch ein Ass im Ärmel. Kein großes, aber ein kleines. So. Schau mal. Eine Reise durch die manchmal raue Umgebung hat zumindest eine belebende Wirkung auf meinen Geisteszustand und meine Tatkraft. Aber Githa hingegen, der geht's nicht so gut. Irgendein Gast von mir. Mal unseren Arzt hinschicken. Kurze Frage, hat das jetzt funktioniert mit dem Buch oder nicht? 32% Erfolgschance, die geht mir auf den Sack, Alter, ne? So, was jagen wir heute? Hasen, wieder Hasen. Digga, müssen wir immer... Gibt es nur Hasen, die wir jagen können? Oder wie ist das? So, was war denn als das letzte Event? Ich weiß es nicht. So. Mein Vogel lässt sich auf dem Hochsitz nieder und sperrt begierig über die Landschaft. Blitzschnell stürzt er sich auf etwas und gerät in helle Aufregung. Kommt, dass er seine Beute erreicht hat. Er pickt und krallt sich an etwas auf dem Boden fest, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich eile zu meinem aufgeregten Freund hinüber und stelle fest, dass er nicht über einem toten Tier hockt, sondern über einer kleinen Sammlung von Münzen. Oh, auf Ehre, Digga. Was ein braver Vogel. Hat sich ja doch gelohnt, dass ich da hingegangen bin. Und während ich mich hier frage, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, bin ich raus für heute und wünsche dir einen schönen Tag, denn wir sehen uns nächste Folge wieder. Klären auf, was aus dem Buch wird, was aus der Jagd wurde und wie lange der gute Mann hier noch am Leben bleibt. Tschüss.